Black Friday oder die Liebeschip-Extremwoche haben wir es früher mal genannt, ist wieder da. 25% auf meine Kurse, eine Woche bis nächsten Sonntag mit dem Code BLACKWEEK25. Ja, BLACKWEEK25, schreibe ich auch nochmal runter, groß geschrieben. Deckt euch ein, gibt es ja nicht so oft bei mir und gilt auch für die neuen Mentalheld-Kurse, nicht nur für meine Liebeschip-Kurse. Ja, gut, dann steigen wir mal wieder ein in eine spaßige Dating-Mail aus der Dating-Hölle, sag ich mal, von Anna Tefkola. Wenn du auch solche Fragen hast, kannst du über ein Formular auf liebeschip.de stellen. Und, ach ja, ganz wichtig, wenn die Folge hier rauskommt, ist auf jeden Fall auch die erste Folge von unserem neuen Paar-Podcast. Dopamin heißt der, also Dopamin nur mit 2a. Dürfte auf überall, wo es Podcasts gibt, zu hören sein. Ist, glaube ich, super interessant. Unser schlimmster Streit, hast du die erste richtige Folge. Gut, hallo Christian, ich sehe seit einigen Jahren deine Videos. Kannst du mal gleich sagen, setz die Sachen dann auch um und mach die fucking Kurse. Also ich kann mittlerweile, glaube ich, sehen, ob Leute Kurse gemacht haben oder nicht. Irgendwie nur von Videos gucken, scheint manchmal nicht zu reichen. Sonst sollte eigentlich, was wir jetzt gleich hier hören, nicht passieren. Ich habe einen Kurs bei dir gebucht und zwar Modul 4. Aber ja, ich sage ja immer, Modul 1 ist eigentlich immer so die Basis, sollte man auf jeden Fall mit starten und vielleicht auch die Dating-Kurse, sonst wäre auf jeden Fall, was wir hier gleich vorlesen werden, ist nicht das, was ich sage, wie ein Date ablaufen sollte. So. Aber egal. Man probiert sich aus, ich verstehe das auch. Und genau, Modul 4 ist so ein Bindungsangstkurs. So, von einem ehemaligen Pluspol bin ich minuspolig geworden und pendle nun langsam zur Mitte. So mein Gefühl. Ich habe ein spannendes Arbeitsumfeld, tolle Hobbys, Freundin würde mein Leben tatsächlich als nice guy bezeichnen. Irgendwann werde ich den Atlantik übersegeln. Aber da halt uns aber mal unbedingt auf dem Laufenden. Das finde ich mega mutig, mega mutig. Also es läuft bei mir, würde ich sagen, ich hatte nach einer wirklich fiesen Trennung jetzt einige Jahre gar nichts mit Männern, was mir extrem gut getan hat. Ich habe in der Zeit sehr viel mich um mich selbst gekümmert, bin in seiner Selbstliebe und weiß, was mich glücklich macht. Um ein bisschen Abwechslung in meinen doch sehr routinierten Alltag zu bekommen, habe ich mich, Achtung, bei einer Online-Plattform, nämlich Bumble, angemeldet und sofort einen interessanten Mann getroffen. Ja, wir hatten Bumble ja so ein bisschen, also ich hatte ja auch mal eine Dating-App geplant, die hätte einige Aspekte vom Bumble auch gehabt. Wer da noch nicht drauf war, ich glaube, so der Hauptfaktor ist, dass da die Frauen die Männer anschreiben müssen. Warum das Sinn macht, gehen wir mal nicht, Sinn machen kann im Online-Dating, gehen wir mal nicht drauf ein. Lassen wir es einfach mal so stehen. Und sofort einen interessanten Mann getroffen. Wir haben uns jetzt 4-mal getroffen, das ist alles noch ganz frisch. So, das erste Date war quasi ein Zero-Date zum erstmal beschnuppern. So, Zero-Date ist tatsächlich ein Begriff aus meinem Dating-Kurs. Was ist ein Zero-Date? Ein Zero-Date ist, du gehst von einer Parkbank zur nächsten, von einer U-Bahn-Station zur nächsten und guckst nur, ja, was eigentlich Phase ist, viben wir irgendwie. So, du schreibst jetzt hier, wir hatten ein Zero-Date zum ersten Mal beschnuppern. 2 Stunden Parkbank und quatschen. Das ist kein Zero-Date, das ist voll ausgeprägtes Date. Und, aber okay, meine, okay, wenn es passt, ist ja gut. Aber es ist kein Zero-Date, wollte ich erstmal sagen. So, das zweite Date hat einen ganzen Nachmittag, Abend und Nacht gedauert. Das ist nicht, was ich lehre. Ich sag immer, macht ein Date die Woche, 1,5 bis 2 Stunden. Warum nicht? Um euch den Spaß zu verderben oder weil das Bundesmoralministerium das vorgibt, sondern um, also sagst ja selber, du hast auch mal Pluspolzeiten gehabt, wo du vielleicht mal in der Liebessucht warst, um zu früh so im Fantasiemodus, oh, ist alles ganz toll, wo man dann wieder alles zum Fenster rausschmeißt, um das zu lassen, um sich wirklich zu sagen, nein, ich gehe jetzt hier langsam rein, ich gucke ganz in Ruhe, was da kommt. Und da ist so ein 8-Stunden-Date super hinderlich. Das kriege ich immer wieder geschrieben, warum darf ich nicht ein 8-Stunden-Date haben? Leute, macht sowieso jeder, was er will. Kann jeder machen, was er will. Ich sage nur, was die Gefahren sind. So, ne? Und aber gut, auch die liebe Zuschauerin hier macht, was sie will.
Ja, dafür Verantwortung übernimmt, ist ja auch alles Gute. Also wir hatten einen wunderbaren Hallenheimer bei ihm zu Hause von mir initiiert. Lass den Mann doch erstmal machen irgendwie, ne? Ich meine, du kannst hinterher noch genug Bettspaß initiieren. Lass ihn doch erstmal machen, lass ihn erstmal kommen, lass ihn erstmal ein bisschen arbeiten. Ja, das ist alles zu viel, meiner Ansicht nach, ne? Beim dritten Date waren wir im Hochseilgarten vom ihm initiiert. Das finde ich cool. Sehr cool, den ich trotz Höhenangst und Panikattacke, was ich vorher angekündigt hatte, überlebt habe. Ja, das ist immer spannend und toll und für die Bindung super. Also spannende Dates zu haben, gibt es auch Forschung zu. Und das ist doch, hat er sich auch ein bisschen angestrengt. Alles gut. Entscheidender Punkt kommt aber gleich noch. gut. Er war dazugewandt und liebevoll. Das vierte Date war ein reines Hallenhalmer-Date. Wir haben uns also bei mir getroffen, um mal zu gucken, wie man am besten über die Hütchen springt. Und es war natürlich alles wunderbar. Nun mein Problem. Er wirkt verliebt auf mich. Ja, es interessiert uns natürlich überhaupt nicht, weil nur Fakten zählen. Ist super aufmerksam und zärtlich. Okay. Schaut mir lange in die Augen. Will jetzt nicht als Fakt sehen. Das ist ja nun keine große Anstrengung. Plant weitere Abenteuer-Dates. Will natürlich viel Bettsport. Erzählt viel Persönliches und fragt mich auch viel Persönliches. Okay, also bis hierhin können wir noch sagen, gut, ist vielleicht ein bisschen sehr reingerammelt, also jetzt metaphorisch in die Beziehung, aber gut, kann man jetzt mal, okay, wenn das jetzt alles laufen würde, prima, schauen wir mal. So, wir lachen viel miteinander, aber er sagt die ganze Zeit, jetzt kommt's, er will weitere One-Night-Stands haben und ich vermute mal nicht mit dir. Er will was Lockeres. Was auch immer das genau heißt. Ja gut, da muss ich jetzt nicht groß nachdenken, was das heißt. Ich glaube, das wird ungefähr so viel heißen wie ja, ich will andere Frauen daten und auch durchballern. Und was soll das schon heißen? Ja. Und ich kann auch nur sagen, fair enough. Also ich, meiner Sicht hat der Mann hier nichts falsch gemacht, sage ich ganz ehrlich. Der sagt ja ins Gesicht, was er will, gibt sich auch Mühe auf den Dates und will einfach keine committed Beziehung haben. Ich meine, ich hoffe, ihr habt safe Sex. Aber ganz klar ist das, ja, also er kann man jetzt drehen, wie man will, kann man sich sagen, die bösen Männer, aber ich meine, es gibt mittlerweile auch viele Frauen, die so unterwegs sind und ich finde das völlig legitim, wenn man das sagt. Nicht alle Männer wollen committed langfristige Beziehungen haben und it's okay, ne? Aber das, ich weiß jetzt nicht, wann ihr darüber gesprochen habt, das sind genau die Sachen, die vielleicht hinten runterfallen, wenn man da so reinballert in die Beziehung oder also jetzt in diese Beziehung jetzt in Anführungsstrichen und nicht rechts und nicht links guckt und denkt, das wird schon alles passen. Nein, man muss, also spätestens, wenn es das erste Mal an die Indoor Olympics geht, muss man mal die Fakten glatt ziehen und sagen so, was, wie läuft das jetzt ja eigentlich, ne? Was, welche Richtung geht das jetzt? Und Standards und Dealbreaker kann ich immer wieder sagen, wenn du was Committedes suchst, dann ist das Gift hier für dich, egal wie viel Spaß das macht, ne? Da reibst du dich nur auf und irgendwann weint einer so, ne? Oder eine. So wird das laufen, ne? Auf mich wirkt das recht irritierend. Na, da gibt es überhaupt keinen Grund, irritiert zu sein. Das ist einfach die fucking Realität. Das ist immer das Problem, dass man eins der Hauptprobleme in Liebesbeziehungen, natürlich sind wir da unter Hormonen und alles und Neurotransmittern und Dopamin und dann will man die Wahrheit einfach nicht akzeptieren und die fucking Wahrheit ist, dass der Typ einfach keine Loyalität hat zu dir. Ist ihm einfach scheißegal. Will einfach Spaß haben. Spaß! Egal mit wem, was Lockeres. Abenteuer, nächste Lay, nächster Notch im Bettpfosten, ja. Ist wie es ist. Muss man nicht irritiert sein. Einfach nur akzeptieren und seine Schlüsse daraus ziehen. Egal, wie interessiert man ist, so, ne? Und nicht denken, dass sich das irgendwie ausschleichen wird, so, ne?
Wäre es andersrum, also er behauptet, eine Beziehung zu wollen, aber seine Handlungen würden das nicht widerspiegeln, dann würde ich es sofort beenden. Aber wo ist denn da der Unterschied? Also legst du dir das nicht einfach nur irgendwie zurecht, wie du es gerade haben willst? Es kommt ja aus Gleiche raus. Was meinst du denn, welche Handlungen daraus folgen werden? Also meinst du, daraus folgt jetzt nicht, dass er andere datet? Oder meinst du auch, aus diesen Worten folgen jetzt keine Handlungen von ihm? Also wenn das jetzt nur Worte wären, wäre ja alles gut. Aber ich glaube, das sind ganz konkrete Handlungsankündigungen. Und wenn du dich dann irgendwann wunderst und sagst, ja, du hast doch so getan, als wenn wir in einer Beziehung sind. Wobei ich das jetzt noch nicht hier so sehe. Ihr habt einfach nur spannende Dates. Ihr hattet jetzt nicht seinen Eltern vorgestellt und nichts. Wird er sagen, was willst du eigentlich? Bist du von Anfang an gesagt. Und dann wirst du denken, what the fuck? Und dann, du jetzt sicherlich hier nicht, weil du bei mir bist, aber andere gehen dann auf irgendwelche Foren und sagen, dieser ekelhafte Narzisst, ich weiß nicht was, hat andere und ich weiß nicht was, aber es war von Anfang an klar, so, ne? Ja. Er redet von Unverbindlichkeit, aber verhält sich so, als sei er verliebt. Ja, du kann doch jemand verliebt in dich sein und trotzdem, also ich gebe dir schon recht, dass für viele Menschen, auch für viele Männer ist es so, wenn sie nur verliebt genug sind, ja, dann ist es eigentlich für alle, für Frauen eigentlich auch, also es ist einfach viel leichter, committed zu sein, wenn man verliebt ist, das ist jetzt überhaupt keine Frage, aber das, also du baust da jetzt irgendwelche, soll ich mal sagen, irgendwelche Regale auf mit irgendwelchen Schubladen, die aber gar nicht existieren, also ja, er hat Spaß mit dir, er findet es lustig, aber er will sich nicht committen, ja. Und was du jetzt aufbaust, ist immer, wenn ein Mann ein bisschen verliebt ist, dann will er Commitment. Nein, ist nicht so. Solche Geschichten liest du auch immer wieder vor, aber bei diesem Mann ist das offensichtlich andersrum. Er redet von Unverbindlichkeit, aber verhält sich so, als sei er verliebt. Jetzt redet ihr das doch nicht so schön, ey. Also wirklich. Mein Gott, ihr hattet jetzt einfach vier schöne Dates und eine Menge Spaß und er sagt hier auch nicht mal gucken, lass uns doch nochmal zwei Wochen warten irgendwie, dass es nicht so schnell geht und will mich jetzt nicht gleich festlegen, sondern er sagt dir in the fucking face, ich will und werde weitere One-Night-Sets haben. Was gibt's daran nicht zu verstehen? Also, klar geht's nicht. Und jetzt zu denken, er macht das aus irgendwelchen magischen Gründen nicht, weiß ich nicht, das kann ich nicht nachvollziehen. Nun heißt es ja auch immer wieder, hör auf die Handlung. Nur das, was einer tut, sei relevant. Aber hier heißt es ja, ich soll sein Gerede von One-Night-Stands und was Lockerem ignorieren, oder? Das ist schon interessant, was du da jetzt draus machst, aber ich verstehe deinen Punkt. Nur die Handlungen werden ja folgen. Also, oder meinst du, die werden nicht folgen jetzt? Klar, wenn es nur Gerede wäre, wäre ja alles gut. Also ich verstehe schon, was du sagen willst, aber ich fürchte, du bist verliebt und drehst dir das jetzt irgendwie zurecht, dass es alles ganz wunderbar wird. Aber das sehe ich jetzt nicht so, ne? Was ich aber Quatsch finde, er meinte auch mal, dass er früher immer was Langfristiges gesucht hat, aber das aufgegeben hätte. Ja, ich kann es auch verstehen, also ganz ehrlich, ich kann die Menschen verstehen, die sagen, auf diesem irrsinnigen Dating-Markt, wo man sowieso ständig angelogen wird und weiß ich nicht, vielleicht auch ein bisschen addicted ist, weil man schon zu lange auf einer Dating-App war und einfach, das ist sich auch mal wieder, wenn du 10 Jahre Affären, One-Night-Stands, nur lockeres, kurze Sachen gehabt hast, wie willst du denn da umschalten auf eine Langzeitbeziehung? Das kannst du abhaken. Ja? Das wird es nicht so ohne weiteres geben, so, ne? Und gut, das wissen wir jetzt nicht bei ihm hier, aber ich kann verstehen, dass Leute sagen, ich habe einfach keinen Bock mehr drauf. Dann werde ich eben angelogen oder verlebe ich eben Scheiße, aber ich habe mich ja nie festgelegt und dann drauf geschissen irgendwie so, ne? Also ich kann es verstehen, ich kann diese Menschen auch nicht verurteilen, ne? Nur man muss, du willst was anderes und da sage ich ganz klar und das sollte auch in meinen Kursen drin sein, zumindest Modul 1, dass ich ganz klar sage, alles, wenn du so dein Liebeschip wirklich nachhaltig heilen willst, musst du alles aussortieren, was nicht passt. Und natürlich heißt das, wenn ihr unterschiedliche Ziele, grundsätzlich unterschiedliche Ziele habt, sollte man gleich einen Haken dran machen. Es sei denn, du kannst in den Spiegel gucken und kannst sagen, ja, ist eben was Lockeres, mir ist das egal. Ja, ist mir egal, ich mache eben auch was Lockeres.
Aber das willst du ja nicht. Und dann ist es wie all diese Situationen mit Freundschaft plus, was man nicht will. Und dass es nur wehtut und dann unter Umständen wieder die Liebessucht treibt. So. Und dass diese Anfälligkeiten, ich meine, ich weiß jetzt nicht, was seine Vorgeschichte ist, aber diese Anfälligkeiten behält man auch. Die, also zumindest muss man davon ausgehen, dass man sie behält. Und ja, aber das Gute ist, er lügt dich ja nicht an oder so. Dass man, das, deswegen kann ich jetzt auch nicht sagen, das ist irgendwie toxisch, was er macht oder so. Er macht einfach das, was er sagt und mehr nicht, so, ne? Oder er wird es machen, was er sagt. Da bin ich mir ganz sicher, warum soll man sich sonst die Mühe machen, ne? Und riskieren, dass du keinen Bock mehr auf ihn hast, ne? Ich glaube, was oft dann das Problem ist, ist, glaube ich, manchmal eine Frau das Gefühl hat, boah, der ist cool, der ist nicht needy, lässt in seiner Polarität vielleicht auch und dann, ja, na, alles andere ist ja dann scheißegal. Ne? Nee, ist es nicht. Das ist nur ein Teil der Story, ne? Nur was Lockeres will. Seine letzte Beziehung ist Anfang des Jahres am Kinderwunsch seiner damaligen Partnerin gescheitert. Sie hat wohl ein Jahr gedauert. Ja gut, ich empfehle ja immer, ich meine, wie gesagt, ich habe jetzt hier keinerlei Hinweise, dass er dich irgendwie anlügt, also ja, dann ist es eben so, aber was heißt das? Mit dir will er wahrscheinlich scheinbar kein Commitment haben. Was soll man dazu sagen? Es ist, wie es ist. Und wie gesagt, ich glaube auch, dass häufig Vorbeziehungen so ein bisschen, wie soll ich mal sagen, glattgeschliffen werden, aber kann ja so gewesen sein. Aber was heißt das? Nix, ne? Wie gehe ich jetzt weiter vor? Ja, ich meine, wenn du meine Mails kennst, sollte es einfach eigentlich klar sein. Also wenn das nicht das ist, was du willst, sehe ich da keinen Sinn drin. Es wird nur wieder wehtun, ne? Weil er wird andere Frauen daten und er wird mit denen ins Bett gehen. Das wird passieren. Hundertprozentig. Er ist für 2 Wochen Arbeitskontext weg. Ja, also ich meine, du kannst einfach jederzeit kann er was Neues anfangen und du kannst nichts dagegen machen. So, ne? Ich würde ihm und mir gerne diese Zeit geben, um nachzudenken und hineinzufühlen. Was willst du denn dann auch hineinfühlen? Also ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass es nicht das in ganz seltenen Fällen mal gibt, dass man dann länger so datet und dass dann vielleicht einer sagt, ja nee, ich will dich jetzt doch ganz für mich haben, aber das sehe ich überhaupt nicht kommen. Vor allen Dingen, weil du ihm das ja auch schon ja, es gibt ja manchmal dieses etwas brutale Bild, ich will jetzt aber niemanden anträgern, aber dass man so sagt, er kriegt die Milch für umsonst, er muss nicht dafür bezahlen, so, ne? Und also lässt ihn nicht bezahlen, also er kriegt alles, ohne dass du da irgendwie sagst, nee, das gibt's aber nur, wenn so und so, wenn du aber in Beziehung willst, ne? Anders gebe ich mich nicht her, so, ne? Das mal, aber das musst du jetzt nicht, wie gesagt, ich bin nicht das Bundesmoralministerium, ist mir auch völlig wurscht, was ihr macht, aber ja, also das ist ja manchmal auch so, dass man, ja, das ist ja mein ganzes Gerede von Chance und Dealbreakern, dass man, jetzt müsstest du eigentlich sagen, weil es ist ja scheinbar für dich nicht akzeptabel, müsstest du sagen, ja, nee, dann geht's nicht weiter, fertig, nicht mit mir. Und ohne das passiert es leider oft nicht, ne? Wenn es denn damit passiert, weil, keine Ahnung, weiß ich nicht, aber sehe ich die einzige Möglichkeit, außer da ein Dealbreaker zu sagen, ja, nicht mit mir. Aber er hat ja eigentlich schon gehabt, was er wollte. Dann vielleicht sagt er sich dann, ja, okay, ich habe ja 4 schöne Dates gehabt, weiter geht's. Aber vielleicht sagt er auch, ja, okay, ich denke mal drüber nach, keine Ahnung. Ne? Er ist halt schon sehr klar hier, ne? Ich selbst möchte kein reines Sexting haben. Ja, dann mach es nicht. Das ist es gerade. Es ist ein reines, er hat es so definiert. Und ein reines Sexting heißt ja auch nicht, dass das nicht Spaß machen kann und dass man nicht rundherum nochmal was Schönes unternimmt. Aber wir dürfen uns die Realität nicht einfach immer wieder verdrehen, so, ne? Was ich mir auch gesagt habe, das hat er akzeptiert. Okay, das macht für mich schon überhaupt keinen Sinn. Ich weiß auch nicht, warum man das akzeptiert. Da müsste er konsequenterweise sagen, nee, gut, da weicht er jetzt von seiner Linie ab, das macht es aber keineswegs besser. Und auf eine Nachfrage hin, gut, dass du das nachgefragt hast, was denn was Lockeres für ihn bedeutet, kam keine klare Aussage. Ja, was soll das denn, mal ganz ehrlich, was soll das denn bedeuten? Also, dass ihr euch statt 6-mal die Woche 5-mal die Woche trifft? Ich glaube nicht. Also, was Lockeres, ich guck mal in meinen
in mein Wörterbuch. Was Lockeres. Was heißt das denn? Was Lockeres. Ich werde andere Frauen daten, steht hier. Gut, das ist die offizielle Übersetzung. So. Aber jetzt fängt er auch schon so an, rumzueiern. Also das finde ich nicht gut, ne? Wenn du sagst, es geht nicht für mich und er dann sagt, ja, okay. Und ich will aber gleichzeitig will trotzdem was Lockeres. Aber ich sag zu dir, ja, okay. Dann fängt es an, weird zu werden, ne? Zumindest wäre es laut ihm nicht nur Hallenhalmer. Oh mein Gott, dann mag er dich eben auch noch ein bisschen und geht mit dir auf einen Abenteuerspielplatz, aber mein Gott, das ist, er hat immer noch ganz klar gesagt, er will kein Commitment. Redet ihr das nicht schön? Echt? So, für mich müsste eine Beziehung auch erst wachsen. Ja, aber du willst doch jetzt schon eine Exklusivität haben, oder nicht? Also natürlich muss man jetzt nicht gleich sagen, wir heiraten. Aber es ist doch klar, wo du hin willst. Und dazu gehört doch wohl nach 4 Dates mit viel Austausch und Körperflüssigkeiten und alles, gehört auch für dich dazu, dass er das jetzt nicht noch mit einer anderen macht, oder nicht? Oder sehe ich das falsch? Das heißt ja nicht, dass man gleich sagt, ja, wir heiraten und planen die Silberhochzeit und alles, aber ja. Ich weiß nicht, ob ich mit diesem Mann zusammen sein möchte nach 4 Dates. Ich würde mir das alles noch offen lassen, weiter daten. Ach, du willst auch weiter daten? Also, dann bist du einfach unklar. Also, das ist, kann ich jetzt, wo ist dann das Problem? Weiter daten, aber bald Exklusivität für einmal. Ja, okay, ja gut, das ist ja, genau, das ist ja, was ich dachte. Aber du willst auch weiter daten, okay. Ich meine, dann seid ihr ja gar nicht so unterschiedlich, aber wo ist dann das fucking Problem? Geht's nur um die Exklusivität, aber die will er dir nicht geben, so, ne? Wenn ich das so richtig sehe. Schon allein, um mich mit irgendwelchen Geschlechtskrankheiten anzustecken. Jetzt sag nicht, dass so ein Sommensetting da. Na, will ich jetzt gar nicht drüber nachdenken. Okay. Ich möchte nichts Unverbindliches haben. Ja, also irgendwie verstehe ich dich jetzt auch nicht mehr so richtig, weil jetzt sagst du willst auch andere daten, das ist auch unverbindlich. Also da musst du für dich mal ganz klar definieren, was heißt denn jetzt verbindlich? Und ich vermute, das heißt, zumindest, dass ihr nicht mit anderen ins Bett geht und offensichtlich willst du ja weiter daten, dann musst du ihn auch weiter daten lassen. Also was genau willst du? Das musst du ganz klar kommunizieren und er muss darauf eine ganz klare Antwort finden. So das wäre so das Erwachsene, was man machen kann. So, ne? Oder das im Kopf klarste, sage ich mal so. Auch Erwachsene machen wir ja auch viel Quatsch. Beziehungsweise ich möchte, dass die Situation klar ist. Ich würde ihm also bald nach seiner Rückkehr von der Arbeitsreise genau sagen, ihn also auf meine Irritationen hinweisen und schauen, was er meint. Ja, also damit solltest du aber auch mal eine ganz klare Haltung haben, so, ne, was du ganz genau willst, so. Und, wie gesagt, gleiches Recht für alle, was du für dich in Anspruch nimmst, musst du ihm auch zugestehen, ne. Momentan denke ich, dass ich traurig wäre, wenn wir es dann beenden, aber es wäre kein Weltuntergang, denn so gut kenne ich ihn auch gar nicht. Was ist von jemandem zu halten, der zwar verliebt und verbindlich tut, aber was ganz anderes sagt? Ich sehe da das Problem, ehrlich gesagt, nicht so richtig, also, man kann doch, ich meine, es gibt Menschen, die Gefühle haben und trotzdem keine Exklusivität haben wollen, das ist nicht verboten, ne? Und es das heißt auch nicht gleich, dass es ein böser Narzisst ist oder toxisch ist. Gar nicht, ne? Aber ob das so locker für dich ist, sehe ich nicht so. Und das ist genau, kommen wir wieder zurück zum Anfang, diese Gefahr bei diesen Endlos-Dates, so, ne? Dass man doch schon ganz schön reinrutscht. Aber wie gesagt, ich sage das immer und es macht eigentlich keiner, habe ich so das Gefühl. Dann ist es so, ich glaube ihm seine Zuneigung, ja, warum auch nicht, aber ich glaube ihm auch das, was er sagt. Ja, was sonst? Würde mich dann über deine Einschätzung freuen. Viele Grüße, Krasnilowskaja, Maxima Lanskaja. Ja, also ich würde sagen, klär du erstmal dich und sei mal ehrlich, wo du jetzt stehst. Geh mal langsamer rein in so Dating-Situationen und ich denke, ein klares Gespräch wäre gut, aber eigentlich weißt du ja schon klar, wo er steht. Vielleicht müsstest du mal überlegen, wo du stehst und ja, vielleicht hat sich dann auch
das Gespräch fast erübrigt. Wobei ich finde, man kann immer sagen, so geht es für mich nicht weiter. Ich will jetzt das und das. So müsste das Gespräch, glaube ich, laufen. Und ich denke, so über die grundsätzlichen Parameter müsstet ihr schon eine Einigkeit haben. Sonst wird wieder einer weinen irgendwann, denke ich mal. In diesem Sinne, macht die fucking Kurse und wir sehen uns bald wieder. Den Code, denkt an den Code.